Es ist gelebtes Brauchtum, das Apperschnäuzen. In der Schnäuzer Hochburg, wo es sitzen haben, wird es alle fünfte Jahreszeit genannt. Beginnen tut es am Stefanitag und enden tut es eine Woche vorm Fasching. Nach dem Gemeindeschnäuzen ist der alljährliche Höhepunkt des Robertigau-Preisschnäuzen. Heuer ist die Schnäuzerwiesen in Viehhausen. Ja, wir richten jetzt das 69. Robertigau-Preisschnäuzen aus. Das ist eine riesen Herausforderung, aber gleichzeitig eine gewaltige Ehre, dass man sowas ausrichten darf. Und wir sind gut aufgestellt für heute. Seit 1954 treffen sie einmal im Jahr alle Jugend- und allgemeinen Passen aus dem gesamten Robertigau zum sportlichen Wettkampf. Dabei sind da mehr als 1500 aktive Schnäuzer aus Salzburg und Bayern. Es ist so, dass die Bayerischen sind um zwei Drittel mehr Schnäuzer. Darum ist zweimal in Bayerischen und einmal in Salzburg. Und jetzt sind wir mal auf der Salzburger Seite. Und nächstes Jahr geht es dann wieder noch ins Bayerische einmal. Das Apperschnäuzen ist im Alpenvorland ein alter vorchristlicher Brauch. Die Wurzeln gehen zurück bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Das heutige Preisschnäuzen hat seinen Ursprung erst in die 50er Jahre. Grenzen kennt man keine. Denn wenn die Salzburger und bayerischen Schnäuzer die Gosseln schwingen, dann sind alle gleich. Das Einzige, was uns zwischen Bayern und Salzburg trennt, ist eigentlich die Salach oder die Salzach, würde ich sagen. Alles andere, da gibt es keine Trennung. Wir haben von der Mentalität her alle gleich geschnitzt und auch gleich eingestellt. Es sind ganz, ganz viele Freundschaften von der bayerischen Seite auf die Salzburger Seite und andersrum. Und das Apperschnäuzen ist einfach da so einmalig, weil man sie auch teilweise gerade einen kurzen Zeitraum wieder sägt, das ganze Jahr. Wir haben zwar nicht weit auseinander, aber beim Apperschnäuzen kommt man einmal im Jahr wieder zusammen. Und dann ist es so, nach der Siegerehrung, im Zelt, wenn alles rum ist, liegt man sich wieder in den Armen und feiert den wunderschönen Tag. Bevor am Sonntag die Großen gegeneinander antreten, ist am Samstag die Jugend dran. Mit 87 Passen gibt es heuer einen neuen Teilnehmerrekord. Schon die ganz klaren Pfernginzen, wie man die Schnäuzen bei den Kindern nennt, nach der Schule auf der Schnäuzerwiesen. Mit 4-5 Jahren geht es dann zu einer Pass. Und wie die Großen trainieren auch die Kleinen fürs Preisschnäuzen. In die Schule gehen und dann halt zum Training und schnäuzen wir ein bisschen. Dann gehen wir, machen wir das nächste Training aus und dann ist es, passt es so. Man muss den Takt trainieren, dass ein guter Takt ist und ja. Der Sieg im Nachwuchsschnäuzen ist heuer nach Bayern gegangen. Einring 1 gewinnt vor Gals 1 und Aufhaben 1. Wer meint, die richtige Musi, also den Duscher für den Sieg erwischt hat, das entscheiden die Preisrichter. Sieben gibt's davon. Und die brauchen ein gutes Gehör und viel Erfahrung. Ja, da muss man schon ein geschultes Gehör haben. Und man muss das auch im Blut haben, das Preisrichten. Weil man muss das innerhalb von 8 Sekunden, wo ein Takt einläuft, den muss man hören, muss die Fehler hören und muss natürlich auch das dann gleich zu Papier bringen, weil ein paar Minuten drauf kommt der zweite Takt, der was dann genau zum Ergebnis der Tourzeit. Auftritt! 1, 2, 3! Für den Titelverteidiger Feldkirchen 1 ist heuer nicht gut gelaufen. Mit einer durchwachsenen Leistung war es am Ende nur Platz 7. Ja, ich glaube, da werden wir nicht so zufrieden sein. Es hätte besser gehen können, aber es hilft halt nichts. Geht nicht alle gleich. Wir haben halt nicht in so unseren Rhythmus reingekommen. Hätte eigentlich besser laufen sollen, aber es war es halt nicht. Seit gut 25 Jahren hat der Sebastian Wasti Oberholzen am eigenen Hof einen Schnäuzerkeller. Dort kümmert er sich mit viel Hingabe um die Gosseln. Rund 30 Stickel macht er im Jahr. Dazu kommen noch jede Menge Reparaturen. Dass der Gosel zusammenbringst, die was funktioniert, dass die schön duscht oder dass die nicht zankt, da muss man lange umeinander probieren und wenn man das mal heraus hat, dann passt es eh. Die Chancen stehen gut, dass die Wandergosel im Jahr 2024 wieder nach Walsitzen heimkommt. Das wünscht sich auch der Bürgermeister, der Andreas Hasenöhrl. Ja, wenn die Wandergosel in die Gemeinde kommt, das ist ganz speziell. Und da arbeitet man natürlich dran. Weil jetzt ist bei den bayerischen Kollegen drüben und wir hätten es halt gern wieder einmal auf unserer Seite dann. Auftritt! 1, 2, 3, hat geschickt, da hingeht. Und sitzen am 2 rund um Auftrager und Obmann Bernhard Allerberger erfüllt den Wunsch des Bürgermeisters. Die Sieger vom Gemeindeschnäuzen holen sie mit 188,5 Punkten auch den Sieg beim Preisschnäuzen. Und auch der zweite Platz geht an Salzburg mit Gals 4. Du hast im Prinzip bei so einem Preisschnäuzen 2x9 Sekunden, die Takt, und die müssen
sollten, hinhauen, dass du vorne mitschnalzen kannst. Und einmal gewinnt der, einmal der andere, das ist ja das Spannende. Die Wandergorsel ist also wieder in Salzburg. Und wo es sitzen haben, ist und bleibt halt einfach das Zentrum der Schnalzer.